ECO-Basketball-Bundesliga-Saison 2014-2015, 10. Spieltag, 49. Auflage. Telekom Baskets Bonn gegen TBB Trier, Endergebnis 88-71 für Bonn. Begrüße zu meiner Linken Coach Hendrik Röde, zu meiner Rechten Matthias Fischer und ganz außen Eugene Lawrence. Fange natürlich wie immer mit dem Statement des Spielers an. Mr. Lawrence, your overall impression, your overall statement to the game, please. I think it was a hard game. Credit to Trier, you know, they didn't give up. We were up 12 and a half, but they came on third quarter fighting, you know, hit some big shots, cut the game to two. We knew they were going to make a run, and we knew they were a team that played off their scrappiness and their toughness, you know. We knew they were a tough team, so we expected that from them. But in the second half, we found the hot man, which was Steve. And every time Trier made that push, Steve seemed to like made a big play, you know, and we fed off his energy. We kind of pressured them in the first half, which got them out of their sets a little bit. Turned them over a bunch in the first half, which got us the fast break points and some open shots. And that was basically it. Could you talk about Trier's defensive efforts for a second? How hard was it to establish a good rhythm on offense against their style of defense, against, you know, switching from man to man, back to zone defense, having a little bit of press deal as well? Yeah, you gotta try to find a balance, you know, because they go from man to man to zone, and you just don't want to jack up threes the whole game. You gotta find times where you could penetrate and make the defense collapse, you know. As long as you're playing from inside out, then there's good balance, you know. You get some touches inside, and to make the defense collapse, then where you have open shots, that's always good. And I think we did a better job of that in the second half. We hit the gaps, and we were able to get kickouts, and Mickey penetrated and got into the lane, found Titus a few times. And we got some big offensive rebounds, too, which were big for us. Flo got some big steals, and I think guys just fed off that kind of energy. Thanks. Fragen an Mr. Lawrence. Wenn dem nicht so ist, thanks for stopping by. Okay. Und machen wir die Coach weiter. Coach Rödel, Ihr Statement zum Spiel, bitte. Glückwunsch an Matthias und seine Mannschaft. Sicherlich verdienter Sieg. Ich finde das Ergebnis nicht ganz indikativ für das, wie das Spiel gelaufen ist. Am Ende finde ich schon, dass wir im Spiel drin waren im dritten Viertel und auch Anfang des vierten Viertels. Dann hat Bonn den Ball sehr gut bewegt und wir haben auch einfach insgesamt zu viele Fehler gehabt. Mit 21 Turnovers und 14 Offensivrebounds von Bonn kann man nicht das Spiel gewinnen. Am Ende, ich mag das Bonner Team, es ist gut zusammengestellt, es ist gut gecoacht, die bewegen den Ball gut. Auch einfach schön zuzusehen, wie sie den freien oder wie sie den Mann finden, der heiß ist in dem Augenblick. Also das war für uns heute natürlich tödlich, aber insgesamt also wieder mein Respekt und Hut ab für das, was Matthias hier macht und wie diese Bonner Mannschaft sich präsentiert und spielt. Wie gesagt, also für unsere Mannschaft Turnovers und Rebounds nach wie vor ein Problem. Beherztes Comeback in der zweiten Halbzeit, konnten aber diesen Druck nicht aufrechterhalten und haben dann auch zu viele Fehler gemacht, um dann wirklich das Spiel zu unseren Gunsten zu entscheiden. Aber wie gesagt, Sieg geht verdient an Bonn. Ihre Mannschaft war in der zweiten Hälfte wieder bis auf zwei Zähler ran, Sie haben es auch gerade schon angedeutet. Was hat dazu geführt, dass Sie den von Ihnen auch schon angesprochenen Druck nicht aufrechterhalten konnten? Ja, ich glaube, also so eine Zone, wie wir sie spielen, hat immer ein bisschen Risiko. Und ich glaube, in dieser Phase haben wir Bonn so ein bisschen in Unruhe gebracht und haben sie ein paar Würfe nicht getroffen. Und in der Phase ist uns eigentlich nicht gelungen, irgendein Inside-Game. Also wir haben tolle Quoten Inside, aber wir kriegen den Ball da nicht genug hin. Insgesamt unsere Wurfquoten gut. Aber wir haben den Ball da nicht hingekriegt, zu viele Ballverluste in der Phase, wo es wirklich dann um das Spiel ging. Und dann hat halt auch Bonn die Klasse gezeigt, den Ball gut bewegt und dann auch wichtige Würfe getroffen und Offensiv-Rebounds geholt, die uns dann das Knick gebrochen haben. Vielen Dank.
Coach Fischer, bevor wir zum generellen Statement kommen, müssen wir den zweiten Teil heute vorziehen. Wer hat Steve in die Ecke das X gemalt? Tja, das ist eine gute Frage. Das musst du Steve fragen. Wir lassen das die Fans oben machen. Ja, genau. Genereller Eindruck vom Spiel dann. Ja, also zuallererst vielen Dank, Henrik. Ich denke, da stimme ich dir auch vollkommen zu. Das Ergebnis spiegelt nicht das Spiel wider. Es waren über lange, lange Strecken ein sehr enges Spiel. Wir haben uns mit 12 Punkten zur Halbzeit abgesetzt. Aber ruckzuck waren es auf einmal nur noch 2 Punkte. Und da möchte ich auch ein Kompliment an Henrik geben und an seine Mannschaft. Die Jungs verdienen auch Respekt, weil die hören nicht auf. Die kämpfen, die wissen 40 Minuten dauert ein Spiel. Und man hat immer eine Chance, ein Spiel zu drehen. Und das haben sie fast tatsächlich geschafft. Und das Spiel stand lange, lange Zeit auf der Kippe. Vor allem im dritten Viertel, als es nur noch 2 Punkte waren. Aber dann fingen wir an, ein bisschen den Ball gut zu bewegen. Der Ball ist dann über mehrere Stationen gepasst worden. Und ich denke, das war das Entscheidende, dass wir den Ball gut bewegt haben und dass wir das Ganze durchgemischt haben. Penetration, den Ball nach außen bringen, nochmal penetrieren, nochmal nach außen oder innen oder außen. Und darum ging es mir besonders gegen die Zone, dass wir uns nicht nur auf die Dreier fokussieren. Ja. Hätte Steve heute 20% getroffen seiner Würfe, dann hätten wir hier ein ganz anderes Ergebnis heute gesehen. Ja. Und es ist wichtig gegen eine Zone, dass man den Ball auch nach innen bringt. Und da haben wir teilweise am Anfang bzw. im dritten Viertel einfach nicht gut genug gearbeitet. Und ja, ich bin froh, dass wir dieses schwere Spiel gewonnen haben. Und es gibt natürlich auch was zu verbessern. Wir haben zwar schön gereboundet, aber insgesamt das Rebound-Duell verloren. Und wir haben 73% in der Zone zugelassen. 73. Das heißt, es gibt genügend Sachen, die wir fürs nächste Spiel, das schwere Spiel, vorbereiten müssen. Auch wenn es natürlich immer viel zu verbessern gibt, vielleicht trotzdem noch ein ganz kurzes Wort gerade zu den Offensiv-Rebounds. Heute insgesamt deren 14, um mal wieder meinen Posten als Co-Trainer zu unterstreichen. 8 davon von der Bank. Wie zufrieden kann man sein heute dementsprechend mit der Arbeit am offensiven Brett? Ja, das ist natürlich sensationell. Also 14 Offensiv-Rebounds zu holen. Ja, wir wussten, dass wir auch gegen die Zone unter den Korb, wir müssen da rein und die Rebounds holen. Wir müssen angreifen. Und das haben die Jungs heute also gut umgesetzt und gut gemacht. Ja. Und natürlich auch ein großes Lob an alle Spieler, die immer wieder den Steve gefunden haben. Ja. Das hat schon Henrik gesagt, wenn ein Spieler heiß ist, dann muss er den Ball bekommen. Und das hat die Mannschaft heute sehr gut gemacht. Ja. Über mehrere Stationen, Steve in der linken Ecke. Und ja, Steve hat die Dinger voller Selbstbewusstsein getroffen. Vielen Dank. Fragen an die Coaches, Kollege Körper. Herr Rödel, wenn ich Sie richtig verstanden habe, waren Rebounds und Turnover sozusagen die Missing Links. Wie kann ich das als Coach denn in den Griff bekommen in der nächsten Zeit? Ja gut, Rebound ist ja eine Situation, die in der Zone immer ein bisschen schwerer ist als im Mann-Deckung. Wir haben aber auch in der Vergangenheit jetzt immer wieder mit dieser Situation Probleme und wir arbeiten daran. Aber Das ist eine Sache, die, wie gesagt, also das ist nicht neu für uns und wir arbeiten daran wie verrückt, aber haben damit Probleme weiterhin. Und Turnovers, also ich finde, dass viele von den Ballverlusten, die wir hatten, für mich war eher überhastet oder zu viel gewollt. Also ich fand, dass Born gut stand. Vor allen Dingen haben sie uns viel Inside weggenommen, so was wir da spielen wollten. Und hat gut verteidigt. Aber 21 Turnovers sind für unsere Mannschaft einfach zu viel. Das geht nicht. Weitere Fragen? Es geht ja jetzt für die gesamte Saison, dass jeweils ein Ausländer aussetzen muss. Wie wird das, nach welchen Kriterien wird das gemacht? Gibt es vielleicht sogar einen Turnus? Und, oder wird das kurzfristig entschieden, wer es ist? Das werden wir von Woche zu Woche entscheiden. Jetzt, diese Woche war es einfach, weil Jermaine Buckner krank war die ganze Woche.
Auch an Coach Fischer noch eine Frage. Es hört sich immer toll an, wenn ich mit 17 gewinne, aber Sie haben sich eben selbst angesprochen, 2x2. Aber was den neutralen Beobachter auffällt, ist, dass sich das Team im ersten, also zu Beginn des Spieles und auch zu Beginn der zweiten Halbzeit unglaublich schwer getan hat, Strukturen zu finden oder zu sich selber zu finden. Woran liegt das Ihrer Meinung, dass die Mannschaft so schlecht da reinkommt? Ja, das versuchen wir ja schon seit mehreren Wochen zu analysieren, wieso wir so schlecht in die Spiele reinkommen, so schlecht starten, beziehungsweise heute war es ja wieder das dritte Viertel. Ja, es ist schwierig, ich habe da keine Antwort. Ja. Wir agieren da irgendwie überhastet, wollen das vielleicht schon zu gut machen. Und genau dann passieren die Fehler, wenn man das Spiel nicht spielt, sondern schon unter Druck ist, in das Spiel reingeht und denkt, ah, jetzt müssen wir einen guten Start haben. Und mein Fokus in diesem Spiel war, dass wir eine gute, intensive Defense spielen. Aber das ist uns teilweise ja auch nicht gelungen im ersten Viertel. Aber die Mannschaft ist zum Glück rechtzeitig aufgewacht. Ja, super. Ich wollte zwei Fragen. Eine ganz kurz. Wie schwerwiegend war das? Sie haben es gerade angesprochen, dass Jermaine Wagner nicht dabei war. Und zweitens, was sagen Sie zur Leistung von Samenas, 17 Punkte heute? Das ist die stärkste Leistung nach seiner Verletzung jetzt? Also das war zu erwarten, dass Laurinas irgendwann gut spielt, weil er jemand ist, der das ja letzte Saison auch schon gezeigt hat. Also ich bin jetzt nicht überrascht. Er hat in den letzten Wochen in Trainingsinhalten auch gut gearbeitet. Bin froh, dass es für ihn geklappt hat. Heute wäre natürlich schöner gewesen, wenn er das in einer Situation gemacht hat, wo die Mannschaft auch gewinnt. Also wir haben 6 Ausländer und müssen das kompensieren. Und jemand wie Jermaine Wagner, natürlich fehlt er auch, ist klar. Also ich fand, dass Dennis sehr viel gekämpft hat, aber komplett ersetzen kann er ihn ja auch nicht. Kollege Mertens. Ja, Matthias, du hast in der, zum Ende dann hin sehr stark auf McConnell gesetzt, also Jimmy Grant mitgebracht. Das hat mich mal kurz reingewascht. Genau. Was war der Grund dafür? Er hat eine kleine Achillessehnenreizung, schon seit mehreren Wochen. Und deswegen, wenn das Spiel so gut läuft, habe ich ihm gesagt, ich schone dich ein bisschen. Was gibst du einem Tadas Klimavicius mit auf dem Weg, wenn, wie ich finde, er so viel Masse mitbringt, aber unter dem Korb einfach bei manchen Rebound-Duellen, finde ich, ein bisschen ja, auch unglücklich aussieht? Was ich ihm auf den Weg gebe? Ja, oder was ihm sagt, wie er das verbessern kann? Ich glaube, dem Tadas brauche ich nicht zu viel zu erzählen. Der Tadas kann, glaube ich, uns alle unterrichten, weil er so viel Erfahrung hat und Basketball auf dem Level gespielt hat, wo ich eigentlich nichts damit zu tun habe. Ich glaube eher, dass wir uns darum kümmern müssen, Tadas im richtigen Augenblick mit dem Ball anzuspielen. Das fehlt uns immer noch. Auf dem Video, wenn man sich nachher die Videos schaut, ist immer wieder zu sehen, durch sein schnelles Abrollen, durch seine guten Screens, ist er immer für 1-2 Sekunden frei. Und genau diese 2 Sekunden, die verfehlen wir meistens, verpassen wir. Ja. Und natürlich ist er kein richtiger Center. Ja, der 2,8 Meter, 2,9 Meter ist und aus der Halle rausspringt. Aber durch sein Stellungsspiel und durch seine Cleverness hilft er uns, glaube ich, enorm. Mit welchem Gefühl gehst du jetzt am Mittwoch in das Spiel gegen Bamberg in Eurocup? Gutes Gefühl. Es ist ja eine gute Mannschaft, gegen die wir spielen. Ja, wir wissen nicht, mit welchem Ausländer sie spielen werden, beziehungsweise vielleicht ist ja Thompson krank, aber es wird wieder ein sehr, sehr schweres Spiel für uns werden. Das ist eine sehr gute Mannschaft, die sehr intensiv spielt und wir wollen natürlich dort anknüpfen, wo wir, so wie wir das letzte Mal gegen Bamberg gespielt haben. Ja, bitte. Weitere Fragen? Wenn dem nicht so ist, dann den Gästen eine gute Heimfahrt und wir sehen uns am Mittwoch gegen Bamberg wieder. Vielen Dank.